Natürlich, als 15-Jähriger denkst du ja dann noch so, Alter, fuck, wie viel es kosten muss, der Schaden. Und nein, wenn es jemand erwischt hat, wenn es jemand gesehen hat. Und durch die Scheiben habe ich mich aufgeschnitten an den Händen und an den Armen und so. Und das Blut ist dann, wie so in einem Horrorfilm, den Abfluss runtergelaufen mit so einem Tornado-Kreisel. Zu diesem neuen Video. Da die letzte Storytime so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir überlegt, was kann ich dir noch erzählen? Letztes Video war meine erste Zigarette. Da habe ich mir jetzt gedacht, komm, ich erzähle doch einfach mal über meinen ersten Rausch, über meinen ersten Kontakt mit Alkohol und was mir da so krasses passiert ist. Tatsächlich gibt es dazu eine wirklich, wirklich kranke Story. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Die ist echt gestört tatsächlich. Kurz vorweg, meiner Schulter geht's besser. Ja, Halleluja. Also ich bin jetzt gerade wieder noch im Physiotraining, aber wenn es gut läuft, kann ich bald wieder trainieren. Oh. Hier zu sitzen war nicht mein Plan ursprünglich. Ich wollte meinen Weg bis in den Ring, also bis in den Boxring dokumentieren, meine Transformation bis dahin und dann auch meinen ersten Sieg hoffentlich feiern, Leute. Das ist immer noch mein größtes Ziel, einmal Ring zu gehen und einmal zu gewinnen, Leute, und dazu richtig geil auszusehen und fit zu sein. Einfach mal in Bestform dieses Jahr zu kommen. Das ist so mein Ziel. Vielleicht können wir das bald wieder in Angriff nehmen. Im Boxen wird es wahrscheinlich noch bis März oder sowas dauern, aber wenigstens schon mal ein Fortschritt oder sogar bis April, aber mal gucken, ne? Wegen Explosivkraft und so weiter und so fort. Solche Geschichten machen mir übrigens übel Spaß zu erzählen. Also das passiert öfters auch im Livestream einfach so, ganz spontan. Also falls ihr mal gerne noch dabei sein wollt, wie ich eure Fragen beantworte oder euch solche Geschichten erzähle, dann kommt doch einfach vorbei auf Twitch. Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Infobox, Leute. Kommt da gerne vorbei. Max Fenske ist da, genau wie hier. Würde mich sehr freuen, wenn ihr reinfollowen würdet und mich unterstützen würde, dann sehen wir uns dann auch noch auf Twitch. So, wie sieht meine Alkoholsituation mittlerweile aus? Also ich trinke relativ selten Alkohol, früher definitiv mehr als Jugendlicher. Und ich war aber auch noch nie, ich muss dazu sagen, ich war noch nie der Genusstrinker. Also ich habe noch nie Alkohol zum Genuss getrunken, sondern eigentlich nur, um halt voll zu werden. So. Ich habe auch negative Erfahrungen mit Alkohol gemacht, also auch Leute da richtig krass abstürzen sehen und ihr Leben quasi komplett zerstören sehen. Deswegen, Alkohol ist was richtig, richtig Krankes und sollte auch nicht verharmlost werden. Aber ich muss auch gestehen, früher, als ich noch jünger war, wir haben gesoffen wie Löcher. Und ich würde es auch keinem verbieten, weil aus Gruppendynamik entstehen halt einfach solche Sachen. Und es ist auch einfach, ja, man muss halt Erfahrungen sammeln. Deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so krass abgeneigt davon. Nur mittlerweile trinke ich eigentlich gar nicht mehr so viel, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts, außer ich möchte halt, ich gehe feiern oder so, aber sonst trinke ich eigentlich nichts. Zu der Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, muss man dazu sagen, ich weiß nicht genau, ob es der erste Kontakt mit Alkohol war, aber es war auf jeden Fall mein erster Vollrausch. Und an diese Geschichte können sich meine Freunde, die da dabei waren, immer noch erinnern. Bis heute. Und die ist, keine Ahnung, warte mal. Ich war da, glaube ich, war noch keine 16. Ich glaube, ich war 15 oder 14. Eins von beiden. Ne, wir waren 15, ja, aber wir hatten alle uns einen Mofa-Führerschein gemacht. Und wir konnten alle mit unserem Roller rumfahren. Also mit den Getrosselten oder mit den Mofas halt. Ne? Ja genau, ich war noch nicht 16. Aber ein paar von uns waren schon 16. Oder zumindest die, die damals dabei waren, waren auf jeden Fall schon 16. Den allerersten Kontakt mit Alkohol hatte ich bei jemandem zu Hause, wo wir einfach nur Beck's Lemon getrunken haben und schon gedacht haben, nach zwei Bier, alle, wir wären schon mega krank und schon übel besoffen und keine Ahnung was. War wahrscheinlich in dem Moment noch so, weil dein Körper das halt gar nicht vertragen hat. Aber da ist nichts Krankes passiert und die komplette Kontrolle habe ich quasi verloren an dem Tag, was ich euch jetzt erzählen werde. So, auf jeden Fall im Sommer. Ich war da mit zwei Freunden aus der Schule unterwegs, sind dann zu mir nach Königsbronn gefahren. Dann haben wir uns noch mit anderen aus Königsbronn getroffen. Also die, die da dabei waren, hießen Dennis und Dori. Auf jeden Fall mit welchen getroffen. Die waren über 16 oder 16. Dann haben wir uns halt überlegt, ja geil, ist ja ein geiler Sommertag. So, komm, Bock zu saufen? Ja, 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 okay, zu saufen. Dann haben wir uns im Netto so, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Sangria, so Fruchtwein gekauft. Aber es war kein Sangria, das waren so, wenn es einer weiß, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das waren so Weinflaschen, Fruchtweinflaschen in verschiedenen Farben. Also blau, orange und grün, glaube ich, oder so. Ja, dann haben wir uns die gekauft. Also ich habe 16 war, die hat die gekauft. Das ist ja auch gar kein Problem. Haben uns noch ein paar Becher mitgenommen, ein paar Snacks. Und dann sind wir zu einem Skaterpark gefahren, der direkt neben einer Turnhalle war. Also es war eigentlich nicht viel, es war nur so eine Halfpipe. Und ich weiß nicht, wie das alles heißt. So eine Base da, keine Ahnung. Also, ja. Ja, dann saßen wir da halt. Und dann kamen noch ein paar mehr dazu, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall sind da immer mal wieder welche gekommen und auch wieder welche gegangen. So, und über den Tag verteilt haben wir halt dann immer halt getrunken, ne? Und als 15-jährige kleine Bubis verträgst du halt auch nichts, ne? Nach einer Zeit waren wir dann halt auf einmal richtig besoffen. Also wir waren schon voll. Und was macht man, wenn man voll ist? Man kommt auf dumme Ideen. Zum Beispiel
Oh ja, lass doch einfach mal auf die Turnhalle klettern, das ist bestimmt geil. Im Nachhinein war es eine super Idee. 1A. Auf jeden Fall sind wir dann über diese Halfpipe, dann über das Geländer auf das Vordach von der Turnhalle geklettert und dann auf die Turnhalle hoch. Die Ostalbhalle damals hieß die. Ja, dann sind wir da oben rumgehüpft und wir hatten natürlich immer Musik laufen und keine Ahnung. Haben uns gefühlt wie die Könige und haben da halt rumgetanzt. Dann gab es da so Kuppen, so quadratische Kuppen, ne? Die waren aus Plexiglas. Die sind dazu da, um natürlich von oben das Licht reinzulassen in die Turnhalle oder in die Umkleidekabine oder sonst wohin. Da die aber so schön gewölbt aussahen, hat man halt gedacht, oh, geil, da kann man sich doch bestimmt draufstellen. Und jetzt könnt ihr gleich dreimal raten, wer sich da draufgestellt hat. Richtig. Ich. Das Problem dabei war, meine Kumpels sagen so, Alter, dem wird er nicht drauf gehen an deiner Stelle. So, ah, kein Problem, das hebt, tanzt da rum, bla bla bla. Und auf einmal, die erzählen mir das heute noch, einfach, als das sah so krank aus. Ich bin, also ihr müsst euch vorstellen, ich bin dann durch diese Kuppe durchgebrochen. Anscheinend bin ich so, durchs Dach gebrochen. Und das sah von außen übel krank aus, beziehungsweise von da oben. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin 2,5 bis 3 Meter heruntergeflogen und bin mitten mit meinem Arsch drauf gelandet. Quasi, wenn das der Boden ist, bin ich so drauf gelandet. Bumm. Und Alter, ich wüsste gar nicht, was mit mir passiert. Es war geisteskrank. Mein ganzer Körper, ich habe gar nichts mehr gespürt eigentlich. Ich war voller Adrenalin. Ich wusste gar nicht, wie was abgeht. Ich war besoffen dazu. Eh kein Schmerzgefühl so und ich war vollkommen raus. Dadurch, dass ich durch dieses Plexiglas gebrochen bin und ich hatte mega Glück, weil ich bin quasi in der Dusche gelandet und bin nicht an diesen Wasserhähnen und sowas hängen geblieben, nur gestreift. Ich habe das Wasser aufgedreht und durch die Scheiben habe ich mich aufgeschnitten an den Händen und den Armen und so und das Blut ist dann wie so in einem Horrorfilm den Abfluss runtergelaufen in so einem Tornado-Kreise. Müsst ihr euch mal geben. Alter, und dann, ich bin dann aufgestanden, bin dann aus dieser Umkleide raus, aus der Dusche raus, durch die Umkleide durch, in die Haupthalle rein, weil ich bin durch den Eingang nicht rausgekommen und bin durch den Notausgang hinten durch die Halle wieder raus. Klar war ich langsam und habe gehumpelt und so, aber ich bin einfach wieder rausgelaufen. Dann kam ich draußen wieder bei dem Skatepark dann raus und haben sich ja natürlich alle übel Sorgen gemacht, ich war übel am Arsch, aber ich habe in dem Moment gar nicht so krass viel gespürt. Also ich war gegen wie gelähmt, aber ich hatte nicht wirklich Schmerzen so. Und dann habe ich mich da hingesetzt und erstmal gechillt und dann gewartet und gewartet und ich dachte so, Alter, was ist jetzt passiert? Und ich habe natürlich als 15-Jähriger denkst du ja dann so, Alter, fuck, wie viel das kosten muss, der Schaden, und nein, wenn es jemand erwischt hat, wenn es jemand gesehen hat und so weiter und so fort. Es war halt mit in den Ferien, also auch kein Schulbetrieb. Und dann machst du ja halt so übel deine Gedanken und denkst, oh nee, das, wenn es jemals rauskommt, du bist geliefert. Gesundheitlich war es mir dann in dem Moment eigentlich egal. Ich dachte eigentlich nur so, oh fuck my life, ey, ich werde meinen Kopf kürzer gemacht. Letztendlich hat es dann alles nichts gebracht. Ich konnte ja natürlich auch nicht mehr dann irgendwas mit meinem Roller machen, weil betrunken musste mein Roller stehen lassen und konnte auch nicht mehr fahren. Ich war gar nicht in der Lage dazu. Und dann haben die mich, eigentlich hätte ich auch nicht mehr fahren dürfen, aber haben wir gemacht. Einer von meinen Freunden hat den Roller hochgefahren von mir und der andere, der hat mich mit hochgefahren zu mir nach Hause. Und ich habe mich dann klammheimlich in mein Bett geschlichen und habe mich hingelegt und war Gott froh, dass ich im Bett lag und erstmal mich nicht mehr bewegen musste. Ja, es erstmal heile Welt war. Und dann kam irgendwann abends meine Mutter rein, ein paar Stunden später, fragt so, Alter, warum bist du schon überall so aufgekratzt und was weiß ich was? Und dann habe ich halt nur so gesagt, ah, kennst doch da diese Halfpipe, ich bin dahinter ins Gebüsch reingeflogen. Konnte mich zu dem Zeitpunkt aber kaum bewegen, weil ich übertriebene Schmerzen hatte. Und ich habe mich so geschämt, ich wollte das meiner Mutter nicht erzählen. Und die hat sich halt da nichts weiter darüber gedacht. Die hat sich gedacht, okay, ja, blöd gelaufen so. Dann ruhst du erstmal aus. Dann kam der nächste Morgen und ich schwör's euch, ich hatte noch nie so Schmerzen. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Und der Alkohol war halt weg, das Adrenalin war weg und alles tat mir weh. Alles. Mein kompletter Rücken war am Arsch. Ich konnte nicht mehr richtig aufstehen, ich konnte mich nicht bewegen. Ah, jeder Schritt tat weh. Und dann kam halt meine Mutter irgendwann auf und sagte so, hey, willst du eigentlich nicht mal aufstehen und so? Ich so, nee, ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Und dann ging es halt los, dann musste ich mich erklären, was denn eigentlich wirklich passiert ist und bla bla. Und dann hat die mich, das weiß ich noch wie heute, die Treppen runtergetragen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und dann sind wir direkt zum Orthopäde gefahren, haben Röntgenaufnahmen machen lassen und ich hatte wirklich Glück im Unglück. Ich hatte eine gestauchte Wirbelsäule, also wie so eine Ziehharmonika natürlich, zusammengefaltet, hatte aber nichts gebrochen, keinen Wirbel angeknackst, kein gar nichts.
hatte mich halt gestaucht und ich musste danach halt dann einfach ruhen, habe Schmerztabletten bekommen, wie das knallt. Meine Wirbelsäule hat extrem viel Schaden nachträglich davon halt getragen. Also ich hatte dann so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine S-Wirbelsäule. Auf jeden Fall musste ich dann Krankengymnastik machen, um meine Haltung einigermaßen zu fixen. Was ich natürlich jetzt dazu im Nachhinein sagen muss, ich war dann auch nicht so konsequent. War da diese 6 Mal, habe danach halt dann erstmal wieder nichts gemacht. Das ist auch totaler Bullshit, aber es hat dann irgendwie funktioniert und hat dann doch dazu geführt, dass sich jetzt wieder einigermaßen, dass sich wieder einigermaßen alles regeneriert hat. Nur haltungstechnisch muss ich echt eigentlich immer noch dran arbeiten, weil ich habe manchmal immer noch so ein Runddrücken, so, und das ist halt echt kacke. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Haftpflichtversicherung von meinen Eltern hat dann natürlich den Schaden übernommen und es war alles dann halb so wild letztendlich. Ich habe mich gestellt, habe mich entschuldigt und das war meine erste Suchtgeschichte. Also falls ihr auch solche Geschichten habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, ich lese es gerne durch. Ja, Alkohol ist böse, Leute, man kommt auf sehr, sehr dumme Ideen. Ich glaube sogar, es gibt noch eine Alkoholgeschichte, da war ich noch jünger. Falls ihr die hören möchtet, dann schreibt Hashtag Story in die Kommentare. Ich glaube, da war ich sogar jünger. Und die war auch krank. Und dann ist halt krank, aber halt witzig. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ich kann im nächsten Video mal wieder richtig trainieren gehen. Da werde ich auf jeden Fall euch mitnehmen. Und ich habe so richtig Bock auf so eine Challenge, so eine 30-Tage-Challenge oder 90-Tage-Challenge, whatever. Dass wir richtig geil durchstarten bis zum Sommer. In den Shape unseres Lebens kommen Bulls. Wir zusammen stark wie ein Stier werden. Aber dazu muss natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich einigermaßen Sport machen kann, bestehen. Deswegen muss ich mich leider noch gedulden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr mehr Storys möchtet, Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich gehe erstmal zum Physio jetzt. Tschüssi, Kowski.